Stellen Sie sich vor, ich soll verreisen. Für ein ganzes Jahr auf Reisen gehen. Meine armen Eltern sind von meiner Sasa unterrichtet. Ich war kindisch und treuherzig genug, von meinem Glück und meinen Wünschen allerlei durchsickern zu lassen. Und jetzt haben die lieben alten Herrschaften mit Recht den Eindruck, dass es mir ernst ist mit der Affäre, dass ich vorhabe, das Mädchen oder die Person, wie sie natürlich sagen, zu heiraten, und sind so außer sich darüber, dass sie für den Fall, sollte ich meine skandalösen Absichten ausführen, sogar von Enterbung sprachen. Stellen Sie sich vor, Kohl. Enterbung. Hä? Ich soll deshalb auf Weltreise und als ein anderer Mensch zurückkehren. Könnten Sie wünschen, ein anderer Mensch zu werden? Ein anderer, als der Sie sind? Sie blicken vage. Ich wünsche es nicht im Geringsten. Ich wünsche zu bleiben, der ich bin. Und mir nicht durch eine Reisekur, wie man sie mir verordnet, Herz und Hirn umdrehen zu lassen. Mich mir selbst zu entfremden und Sasa zu vergessen. Meine Eltern wollen in aller Liebe und Fürsorge einen Gefühlsmord begehen. Das soll etwas heißen. Ihre Situation ist wirklich beklagenswert, mein lieber Marquis. Sie haben meine volle Sympathie. Ich fühle ganz mit Ihnen. Aber was Sie auf sich genommen haben, nimmt keiner Ihnen ab. Nein, keiner. Keiner. Er heißt Felix, meine liebe Sasa, und er ist ein Gentleman. Davon bin ich allerdings überzeugt, und zwar möglicherweise mehr als du, Louis de Venosta. Maintenant, Jules et Jim, mit ihren tanzenden Bällen. Stellen Sie sich vor, Armand oder Felix, die weite Welt wartet auf meinen Louis. Der Orient zum Beispiel, Nord- und Südamerika oder vielleicht Ostasien. Ich habe einmal von einem Sultan gehört, der bevorzugten Gästen gelegentlich seine Geliebte abtritt. Wie findest du das, Lulu? Wissen Sie, dass seine Eltern ihn Lulu nennen? Ich muss reisen und will doch herbleiben. Das heißt, ich muss nach den unvereinbaren Trachten zugleich zu reisen und hier zu bleiben. Ich muss mich also verdoppeln, mich zweiteilen. Ein Teil von mir muss reisen, während der andere in Paris bleiben darf, bei dir, Sasa. Louis de Venosta müsste hier und dort sein. Folgen Sie dem Ringen meiner Gedanken? Ich versuche es, verehrter Marquis. Mit anderen Worten, es muss also nur so aussehen, als ob Sie reisten. Ja. Ihr Name müsste reisen, verbunden mit einer Person, die nicht Sie wären. Die aber trotzdem nicht die erste Beste sein dürfte. Auf keinen Fall. Man könnte da nicht wählerisch genug sein.